Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Hollow Knight. Beim letzten Mal hatte ich es euch angedroht, wir versuchen eigentlich den See hier zu überqueren, aber so wie ich das merke, geht das nicht. Ich kann mich nicht an dem kleinen Geländer da festhalten, so gesehen also auch nicht das Kristallherzgedösel aufladen. Das geht also nicht. Bleiben also nur noch die Wege, die unten rum frei sind. Immerhin. Ist da irgendwas? Dachte, weil das gerade so schön beschienen wird. Hätte ja sein können. Ist ja nicht so, als hätte ich dann im grünen Weg nichts mehr zu finden. So, ich glaube, ich kann auch hier lang, ne? Kann das sein? Nein? Ja, vielleicht. Ja. Mich selbst in den Tod stürzen, in die Säure wollte ich jetzt wiederum nicht. So, viel besser. Ganz entspannt weitergehen. Nach dem Motto, hier gibt es nichts zu sehen. Genau, und hier nur nach unten und dann können wir mal gucken, ob wir da was dann zu tun oder zu lassen haben. Zu früh. Zu früh in die Abgründe gefolgt sozusagen. 2 Sekunden bevor das fertig war mit dem Fokussieren losgelassen. Ich bin auch manchmal so ein richtiger Idiot, was das angeht. Egal. Wir wollen ja hier keinen Selbsthass promovieren, wir wollen weitermachen. Ah, wieder ein Jagdziel erfüllt. Ich hätte auf der anderen Seite stehen bleiben sollen. Ja, Lektionen des Lebens. Wenn du von einer fleischfressenden Pflanze attackiert wirst, bleib auf der anderen Seite stehen, Junge. Die ist schöner. Da tut nicht so viel weh. Hier werde ich wohl immer noch nichts machen können. Außer, na doch. Ist das Kristallsplitter? Faszinierend. So Jump'n'Run-Einlagen finde ich auch immer sehr schön. Nee, wenn ich mal die richtig machen würde. Nee, aber in solchen Metroidvania-Spielen und ich habe mir als Ziel gesetzt, ein paar davon noch auf den Channel zu bringen. Oh Gott, sind solche Herausforderungen. Ach, verdammt, zu hoch. Immer sehr gerne gesehen. Von daher gerne mehr davon. Aha. Wenn ich richtig liege mit meiner Vermutung, wird hier ein anderer Nagelmeister sein. Einfach nur gemessen daran, dass das so rüberkam bei dem Gespräch mit meinem Stiefvater-Ding. Aber man wird sehen. Ach so, ich kann das auch im Stehen? Na toll. Hätte ich ja doch was an dem See machen können. Ja, egal. Hat perfekt funktioniert. Genau so wollte ich das. Also nein, hat definitiv. Naja. Du bist also nur ein Maler? Ein Besucher. Warum bist du hier hereingekrochen, kleine Larve? Vielleicht hast du wie ich eine Vorliebe dafür, Neues zu entdecken. Ich bin Sheo und ich war in meinem früheren Leben ein Nagelmeister. Ja, das Einzige, was mich antrieb, war, stärker zu werden und mein Geschick mit dem Nagel zu verbessern. Ich glaubte, es sei meine Berufung, aber dieses Gefühl verblasste mit der Zeit. Nun suche ich nach einer neuen Berufung, nach etwas, das zu meiner Seele spricht und mich vorantreibt. Deshalb verbringe ich hier an diesem abgelegenen Ort meine Zeit und versuche mich in der Kunst des Erschaffens. Malerei, Bildhauerei, diese Dinge bescheren mir eine andere Art von Freude.
Du scheinst von meinen Worten nicht besonders gerührt zu sein. Ist es Scheo der Nagelmeister, nach dem du gesucht hast? Bist du gekommen, um eine Nagelkunst zu erlernen? Erlernen, erlehren, oder? Ich lehre dich, wenn du darauf bestehst. Ja. Mit dem Pinsel? Aha. Schönes Gemälde. Mächtiger Hieb. Halte X, um Energie zu laden. Was? Lasse um einen mächtigen Hieb? Was? Ach, lasse los ohne den. Ja, okay. Also, beweg dich, mein Werk. Der Schwung eines Nagels und der Schwung eines Pinsels. Der Unterschied ist nicht allzu groß. Wir schneiden in die Welt, um tiefer in sie hineinblicken zu können. Vorerst habe ich dir jedoch nichts mehr beizubringen. Deinen weiteren Weg kannst nur du sehen. Viel Glück. Diese Nagelkunst, die du erlernt hast, der Wirbelhieb. Sie war immer Matos Lieblingskunst. Es muss ihn verzückt haben, einen Schüler wie dich zu haben. Er wollte schon immer das, was er gelernt hatte, an die nächste Generation weitergeben. Er selbst war nicht der geschickteste Schüler, aber sein Enthusiasmus und seine Güte zeichneten ihn aus. Ich bin froh, dass er es geschafft hat, was er sich so lange wünschte, ein Lehrmeister zu sein. Oro, mein Bruder, was hat dich dazu gebracht, dich dort unten am äußersten Rand dieses aschebedeckten Grabes zu verstecken? War es Stolz, Angst oder Scham? Vielleicht solltest du deinen Nagel beiseite legen, wenn er dich so heimsucht und eine neue Berufung finden, die deiner Seele Ruhe verschafft. Aschebedeckten Gräber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo das sein soll. Allerdings ärgert mich jetzt, dass ich das aus dem Stand kann. Naja. Jetzt können wir also den mächtigen Hieb. Natürlich frage ich mich direkt bei dem, kann der auch Gegner mehr Schaden zufügen? Oder wofür ist der da? Okay, jetzt muss ich allerdings tatsächlich noch lernen. Kann ich den abbrechen? Ja, kann ich. Okay. Hui. Also ich bin mir nicht sicher, inwiefern der jetzt tatsächlich mächtiger ist. Habe ich genug von denen umgebracht oder muss ich davon noch mehr haben? Nur mal so, wenn ich jetzt eh schon da bin. Sechs! Oh Gott. Später vielleicht. Nicht, wenn ich hier Sachen am Entkunden bin. Jetzt muss ich wieder den Weg hochlatschen. Goddammit. Nur weil mir keiner gesagt hat, dass ich es auch aus dem Stand kann. Au. So, und tot war er auch nicht. Na toll. Also, wenn er mich schon verletzt, dann hat er auch bitte die Güte zu sterben. Danke sehr. Also, wird der ganze Weg hoch. Yay. Es war jetzt auch nicht so weit, aber es ärgert mich ein bisschen. Ja, hätte ich nicht machen sollen. Ich hätte gehofft, ich wäre wenigstens fertig, bevor mich diese komische Mücke da attackiert, aber nö. Die habe ich gesehen und kam nicht schnell genug aus dem Fokus raus. Und dann renne ich zweimal in sie rein, um, naja, meinen gesamten Fokus wieder verbrauchen zu dürfen. Ist das alles geplant? Naja, nicht wirklich. Ist hier eine Bank? Achso, nee, ist auch der Hirschkäfer, alles klar. Aber schön. Mehr Geheimnisse werden aufgedeckt. Ich finde sowas toll. Wenn man es freiwillig macht. Wenn man dazu gezwungen wird, kann Backtracking schon echt nervig werden. Aber dass ich das einfach so kann, ist sehr praktisch. Ja, vorausgesetzt, ich finde auch wirklich einen Weg, wo es sich lohnt, aber
Da zum Beispiel. Einfach drüber. Nö. Nö. Mega praktisch. Ah. Jetzt hatte ich irgendwie gehofft, dass da dann noch was ist. Aluba. Tja. Passive Gleiter, der gerne in der Nähe von ätzendem Wasser haust. Ah. Ja, wart ab, bis einer dem Erdboden zu nahe kommt, dann wird er von mir aufgeschnibbelt. Yep. Okay. Es war jetzt nicht so sinnvoll, wie ich das gerne gehabt hätte, aber was soll's. Das war wieder so einer dieser Parts. Dem kann ich aber nichts machen, oder? Nein. Na, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Gut, also Ziel ist es jetzt im Endeffekt nur noch nach da unten zu kommen. Währenddessen natürlich haufenweise Sachen zu finden, zu machen, zu tun, bla blub, aber Hauptziel ist es halt da unten anzukommen. Zu gucken, was es da zu sehen gibt. Zu sammeln. Ah, ich liebe es, Sachen zu sammeln. Au. Und tschüss. Ein bisschen zittern und tot. So sind diese Viecher. Relativ schlicht aufgebaut vom Gedankengang her. Gucken, wie weit ich komme. Nicht so weit. Egal. Nicht fallen ist schon mal von Vorteil. Ja, ein neues Wesen bereit für den lieben Jäger. Oh, in die Säure reingeschubst. Nicht sehr nett von mir. Sehr praktisch für mich. Nicht sehr nett von mir. Ich kriege einfach mal Essenz von denen. Warum habe ich jetzt Essenz von der gekriegt? Was, eine Geisterfliege? Ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Egal. Nee. Runter. Also runter will ich eigentlich, aber jetzt wollte ich mal einmal, wenn ich eh schon in der Nähe bin, mal gucken nach dem Jäger. Und ja, der mächtige Hieb ist so, als würde ich zwei Schwertstreiche gleichzeitig machen. Okay. Das ist ja ganz praktisch. Spart zumindest so ein bisschen. Ich gehe mal davon aus, dass das hieß, dass da mal ein Raupi war. Macht das Sinn, was ich da gerade versuche? Ich glaube nicht. Nö. Aber es ist schön, dass man es kann. Auch wenn es jetzt nichts gebracht hätte, aber das macht ja nichts. Das tut nichts zur Sache sozusagen. Tote Mücke. Okay, Höhle des Jägers. Ich meine, wir haben schon ein bisschen Fortschritt gemacht. Was sagt er dann? Ah, ich wusste, ich habe es richtig erkannt. Das ist Begabung zur Jagd. Dein Weg ist mit den Leichen der Wesen von Heilands Nest gesäumt. Hör nicht auf, kleiner Knirps. Es gibt noch viele mehr zu finden, zu beobachten und zu töten. Nett. Kann ich ihn. Schade. Ja, vielleicht gibt er mir was, wenn ich irgendwann mal wirklich alles zu Genüge vernichtet habe. Hin und wieder denke ich mir, ich sollte doch dieses eine Ding da anziehen, wodurch ich den Rückschlag
entgehe. Naja. Egal. Hier runter. So, und jetzt nach links. Okay. Gut, das hat dem Jäger auch gereicht. Sehr schön. Weil die zu bekämpfen ist tatsächlich eher nervig als interessant. Hat ja mal so gesagt haben, wie es ist. Ich weiß nicht, ob ich was davon habe, dass ich die Krähen da vernichten kann. Oh, ich kann ihn verletzen. Das heißt, ich kann ihn töten. Das heißt, ich habe einen Eintrag für den in meinem Buch. Nett hin und her. Na toll. Na, egal. Das ist es mir gerade nicht wert. War da oben was? So eine Truhe war da. War da mal. Ist ja jetzt auch dann relativ uninteressant, wie man merkt. Die Käfer denken sich auch, was zum Teufel haut da jedes Mal auf meine Schale drauf? Hallo? Ein bleiches Wesen erhebt Anspruch auf die Höhen voraus, obwohl sie einst unser Grund und Boden waren. Es erscheint wohlwollend, doch teilt es nicht unseren Traum. An diesem Ort ist Vorsicht geboten. So, so rum komme ich da nicht hoch. Ja, gut, alles klar. Schön, mehr Fokus. Beseelt, ein Achievement freigeschaltet, auch gut. Ja, schön, dass ich jetzt wieder hier bin, aber irgendwie muss ich doch darüber kommen können, oder? Kann doch jetzt auch nicht sein. Hier vielleicht, hier vielleicht, hier vielleicht. Irgendwie ein Weg rein sein. Seltsam. Sehr seltsam. Da ist definitiv kein Weg drüber. Also entweder muss man von der anderen Seite da reinkommen, oder... Ich habe keine Ahnung. Ich gebe ja eigentlich nur diese eine Möglichkeit. Okay. Tja. So enden meine Abenteuer wieder kurz und knapp, weil ich nicht dahin kommen kann, wo ich hin will. Ist natürlich auch schön. Das heißt beim nächsten Mal sehr wahrscheinlich die Nebelschlucht oder zumindest werde ich mich dahin beamen, hingehen, was auch immer. Wahrscheinlich gehen, weil ich nicht beamen kann. Aber wir werden hingehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss Leute.